Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen PS-Versammlung. Mit mir sehen Sie ein neues Gesicht auf der Bühne vor dieser wunderbaren Basler Skyline. Der Adrian Bult hat es bereits erwähnt, ich bin seit Anfang April der neue CEO der Basler Kantonalbank. Eine Rolle, die mich sehr ehrt und außerordentlich freut. Ich möchte heute Abend die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen ein bisschen persönlich vorzustellen. Sie fragen sich sicher, wer ist der Basil Heeb? Ist es ein Zufall, dass sein Vorname fast so tönt wie die Stadt Basel? In der Tat ist mein Bezug zu Basel viel länger, als mein Dialekt vermuten lässt. Meine Mutter ist in Basel aufgewachsen und mein Vater hat an der Universität studiert. Nach der Hochzeit sind sie allerdings weggezogen und viele Freunde haben sie gefragt, ob das Heimweh nach Basel so gross war, dass sie ihren Sohn Basil getauft haben. Natürlich gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Basil und Basel. Aber das mit dem Heimweh, das stimmt schon ein bisschen. Als Kinder waren wir dann sehr viel in Basel, im Zolli, am Rheinhafen, an der Fasnacht. Und als Bub war mein Fußballidol der Karli Odermatt und nicht der Köbi Kuhn. Und ein bisschen Voraussicht, Vorausahnung war ja dabei, denn ich komme jetzt bereits das zweite Mal aus beruflichen Gründen nach Basel zurück. Und schon nach wenigen Wochen fühle ich mich wieder sehr wohl in der Stadt. Und in dem Sinn bedanke ich mich stellvertretend bei Ihnen, liebe Gäste, für den warmen Empfang. Sicher interessiert Sie auch mein beruflicher Werdegang bis dahin. Ich habe an der ETH in Zürich Werkstoffingenieur studiert, mit dem Spezialgebiet keramische Materialien. Also ich bin noch weit, weit weg von der Finanzwelt und von der Bankenwelt. Ich bin dann aber viele Jahre in der Unternehmensberatung. Die Forschung ist mir zu eng geworden. Und bin dann sehr schnell ins Banking und in die Finanzindustrie hineingewachsen. Vor 10 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Basel gekommen, als Niederlassungsleiter von der Wegelin Privatbank. Anschließend habe ich gut 5 Jahre als Finanz- und Risikochef von der Notenstein La Roche geschafft. Und die letzten 2 Jahre bin ich Verwaltungsrat von der Swiss Quant Gruppe, ein ganz spannendes Unternehmen, das höchste Technologie für Finanzinstitute entwickelt. Und jetzt bin ich zurück in Basel und freue mich, mein Wissen und meine Erfahrung in der BKB einzubringen. Sei das bei strategischen oder organisatorischen Fragen, wenn es um Risiken geht oder um Finanzen oder um die digitale Transformation oder ganz speziell um Beratung und Betreuung von Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden. In den letzten Monaten habe ich mich sehr intensiv mit der BKB beschäftigt. Und auch mit der Frage, was reizt mich an dieser Bank und was reizt mich an der Rolle? Ich möchte nur 3 wichtige Gründe, wichtige Aspekte nennen. Das ist zum einen mal die Tatsache, dass die BKB in sehr vielen Geschäftsfeldern tätig ist. Wir bedienen Privatkunden, Gewerbe- und Firmenkunden, aber auch Pensionskassen und Banken. Und sie spreiten die Vielfalt vom Aufgabengebiet, die ich sehr, sehr spannend finde. Dann ist BKB zusammen mit der Bank Claire daran, sich konsequent zu einem modernen Finanzdienstleister zu entwickeln. Und nicht zuletzt, BKB geschäftet sehr solid und erfolgreich, wie Geschäftszahlen vom vergangenen Jahr zeigen. Und auf diese Zahlen möchten wir jetzt noch ein bisschen detaillierter eingehen. Und für das gebe ich das Wort sehr gern am Finanzchef, am Christoph Auchli.
Im Jahr 2018 haben wir ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Das, obwohl das Marktumfeld weiterhin sehr herausfordernd war. Den Jahresgewinn haben wir leicht steigern. Wir verdanken das unserer breiten Ertragsbasis mit den drei Pfeilern im Zinsengeschäft, im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft und im Handelsgeschäft. Schauen wir das Ergebnis im Detail an. Den Zinserfolg haben wir steigern. Und das, obwohl das Negativzinsumfeld weiterhin anhaltet. Zu dem erfreulichen Ergebnis beiträgt hat auch das Wachstum bei den Kundenauslegen. Zu betonen ist, dass wir bei der Kreditvergabe weiterhin konsequent vorsichtig und risikobewusst agieren. Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft hat rückläufig abgeschlossen. Wir führen das zurück auf das turbulente Börsenumfeld und die Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Unsere Kunden haben anschließend weniger Transaktionen in Wertschriften tätig. Erfreulich ist die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen. Das Volumen der nachhaltigen Vermögensverwaltungsmandate und Anlagenlösungen hat stark zugenommen, was uns sehr freut. Sehr gute Handelsergebnisse aus dem Vorjahr haben wir in 2018 erwartungsgemäss nicht wiederholen können. Nach anfänglich sehr volatilen Märkten haben im Verlauf des Jahres zunehmend die Impulse gefehlt, was zu weniger Umsätzen geführt hat. Damit haben wir auch weniger Nachfrage nach Absicherungstransaktionen gehabt. Die Umsetzung der Strategie ist auf gutem Weg. Für das Jahr 2019 erwarten wir ein ähnliches Ergebnis wie im 2018. Wir wollen in unserem Kerngeschäft weiter wachsen und gleichzeitig die Innovation und das Geschäftsmodell weiterentwickeln. Vielen Dank, Christoph. Sie sehen, wir haben in einem nach wie vor schwierigen Umfeld ein starkes Ergebnis erzielt. Es sind vor allem die niedrigen Zinsen, die Druck auf unsere Erträge ausüben. Und trotzdem investieren wir viel. Wir investieren ins Kerngeschäft und in Innovationen. Denn neue Herangehensweisen sind wichtig. Sie wissen es, die Schweizer Bankenlandschaft ist im Umbruch, verändert sich immer schneller. Neue Unternehmen, Fintechs, drängen in den Markt und die traditionellen Banken fusionieren und verschwinden. Die Kantonalbanken spielen eine wichtige Rolle in diesem Gefüge. Sie sind eigentlich der verlässliche, der beständige Bestandteil der Schweizer Bankenlandschaft. Und die Basler Kantonalbank ist nochmal etwas ganz Besonderes. Mit der Verankerung hier in Basel und gleichzeitig der starken schweizweiten Präsenz durch das Firmenkundengeschäft, aber auch durch Bankclair, sind wir in einer ganz herausragenden Position im Schweizer Bankenmarkt. Und von dieser Ausgangslage aus zu arbeiten, das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich. Jetzt möchte ich aber die Perspektive wechseln und den Blick nach vorne richten. Sie fragen sich sicher, wo möchte der neue CEO hin mit der Bank? Was hat er vor? Was sind die Themen, die er in den Fokus stellt? Ein ganz zentrales Thema für die BKB und für den Konzern ist das Wachstum. Wieso Wachstum? Einerseits sehen wir in den heutigen Tätigkeitsgebieten, aber auch in ganz neuen Geschäftsfeldern Chancen, das Angebot zu erweitern und unsere Kundinnen und Kunden noch umfassender zu betreuen oder ganz neue Kunden zu akquirieren. Ich denke da zum Beispiel an einen modernen Beratungsprozess mit leistungsfähigen Anlageprodukten oder auch an Dienstleistungen im Handel. Auf der anderen Seite ist Wachstum auch ein Resultat. Ein Resultat von guter Leistung. Wachstum heisst ja, dass Kundinnen und Kunden mehr Spargelder und Vermögen der BKB anvertrauen. Dass Immobiliengesellschaften und Wohnbaugenossenschaften mehr Projekte mit der BKB machen
und dass Pensionskassen mehr Vermögen in unsere Anlagelösungen investieren. Und das machen sie nur dann, wenn sie mit unserer Leistung zufrieden sind. In dem Sinne ist Wachstum ein enorm wichtiger Wegweiser für uns, der uns zeigt, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wie erreichen wir jetzt das Wachstum? Was ist wichtig in der Strategieumsetzung, die bereits der Adrian Bult erwähnt hat? Es sind 4 Themen. Es ist Qualität, Kundenorientierung, Innovationen und Sicherheit. Ich möchte mit der Qualität anfangen. Jede Interaktion mit der BKB, egal ob sie Geld abheben, eine E-Banking-Transaktion machen oder sich beraten lassen, sollte von hoher Qualität sein. Was verstehe ich darunter? Sie sollte relevant sein. Das heisst, nachher sollte Ihre Frage oder Ihr Problem gelöst sein. Sie sollte fehlerfrei sein. Sie sollte reibungslos verlaufen. Das heisst, Sie und wir nehmen die Sachen nur einmal in die Hand. Und sie sollte effizient sein. Das heisst, Sie sollten nicht viel Zeit verlieren, wenn Sie zum Beispiel lange am Telefon müssten warten. Das ist Qualität, die Sie bei jedem Kontakt mit der BKB sollten spüren. Von der Qualität ist nicht weit zur Kundenorientierung. Was heisst Kundenorientierung für uns? Kundenorientierung für uns heisst in erster Linie persönlicher Kontakt. Persönlicher Kontakt mit Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden. Und gleichzeitig möchte ich die zentrale Stellung von unseren Filialen betonen. Unsere Filialen, wo Sie jederzeit herzlich willkommen sind. Unsere Filialen, wo Sie sämtliche Dienstleistungen von uns nutzen können. Sie können Geld abheben. Sie können Geld am Schalter abheben. Sie können sich beim E-Banking helfen lassen. Oder Sie können sich beraten lassen bei Themen, die für Sie oder Ihre Familie wichtig sind. Sparen, anlegen, finanzieren, vorsorgen. Und auch bei komplexen Fragestellungen haben wir Spezialisten vor Ort. Oder wir schalten Sie von einer anderen Filiale per Video dazu. Noch aktiver auf unsere Kundinnen und Kunden zugehen, noch besser ihre Bedürfnisse verstehen und sie noch wirkungsvoller bei der Entscheidung in finanziellen Angelegenheiten unterstützen. Das ist die Kundenorientierung, die wir erreichen wollen. Jetzt gibt es aber auch die andere Perspektive, nämlich, was ist Kundenorientierung für Sie? Und um das herauszufinden, sind wir auf die Straße gegangen und haben Baslerinnen und Basler 2 Fragen gestellt. Was erwarten Sie von der BKB und was können wir besser machen? Und im nächsten Video schauen wir miteinander an, was da dabei herausgekommen ist. Wir Sparer kriegen ja nichts mehr. Das betrifft Zinsen und das finde ich nicht in Ordnung. Ob ich jetzt ein Basler bin oder kein Basler, ich bin ein Baslerin, aber das betrifft den Sparer an und für sich. Und dann finde ich, dass man für Sponsoring mehr für den Sport könnte machen. Also die neue Filiale finde ich sehr cool, vor allem der Roboter, der rumsteht. Eine sehr spannende Geschichte, natürlich bestimmt für die älteren Leute. Eher ein bisschen schwierig, wenn da plötzlich ein Roboter rumsteht, aber das ist so ein Generationen- Thema. Ich als relativ junger Mensch finde es sehr cool. Dankeschön für die Inputs. Natürlich, wenn man Freude hat an unseren Dienstleistungen, unserer Infrastruktur, dann freut uns das sehr. Und andererseits eben, Anregungen nehmen wir gerne entgegen. Unsere Geschäftsstellen, alle neu, da sehen es wirklich toll aus. Es ist Anlaufstelle für alle unsere Kundinnen und Kunden, für eben für die ganze Basler Bevölkerung sein. Es ist jetzt einfach, dass sichtbar ist, sind unsere Filialen. Andererseits eben
jeder Kunde kann entscheiden, auf welchem Kanal, wie er mit uns will, in Kontakt treten. Sei das eben über Geschäftsstelle, sei das über Internet, sei das über Telefon, kann über das Handy sein. Also eben, da sind alle Kanäle jetzt so ausgebaut, wie jetzt der physische Kanal, den ihr seht, die Geschäftsstelle. Jetzt zum Beispiel beim Sparen. Sparzins null. Jawohl, das ist die aktuelle Situation. Also wenn man aktuelle Situation ist nicht null, sondern minus 0,75, wo die Nationalbank verlangt, wenn wir dort Geld deponieren. Aber wenn das Bedürfnis ist, eben Geld zu sparen für Reserven, Sicherheit im Alter oder irgendein Sparziel, dann haben wir ganz tolle Lösungen. Sponsoring, das ist natürlich ein ganz tolles Thema. Wir wollen der ganzen Bevölkerung hier in Basel etwas auch mitgeben können. Und da haben wir ganz breit Sponsoring. Eben, es gibt Sportinteressierte. Dort sind wir natürlich Fußball, also thematisch natürlich hoch präsent ist, aber auch Eishockey, Handball, Laufsport und dann natürlich ganz wichtig auch das Reinschwimmen zum Beispiel, wo wir uns engagieren, aber natürlich auch in kultureller Sicht. Also wir versuchen Sponsoring so auszurichten, dass es der ganzen Bevölkerung auch zu gut kommt. Herzlichen Dank. Wir können Startups besser unterstützen mit einem günstigen Darlehen und eine professionelle Hilfe zur Seite stellen, dass ihr Firma aufbauen können. Noch engagiert und verbindlich, das zeichnet uns aus. Wenn es um Startups geht, gibt es eigentlich zwei Sachen, die wir machen. Auf der einen Seite unterstützen wir die Startup Academy, wo den jungen Unternehmen oder den Startups mit Wissen zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite sind wir bereit für Finanzierungen, wenn es um gute Projekte geht. Und wenn wir einmal zugesagt haben, dann ist es so, dann stehen wir zu unserem Wort. In unserem Kundenbestand haben wir natürlich nicht nur Startups, sondern auch etablierte Firmen, die vielleicht auch schon grösser sind. Und die haben dann weitergehende Bedürfnisse. Und auch hier stehen wir mit dem ganzen Wissen von der Bank zur Verfügung, stellen das den Kunden zur Verfügung und auch die ganze Produktpalette, damit Firmen erfolgreich sein können. Vielen Dank auch von meiner Seite für die guten Anregungen, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Und vielen Dank an Andreas und an Luca, die nochmal betont haben, wie wichtig der direkte Kontakt und die persönliche Beratung für uns sind. Aber die Zeiten ändern sich. Und mit der zunehmenden Digitalisierung der Welt ändern sich auch die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Neben den Filialen werden neue Kontaktkanäle wichtiger. Neue Wege, Produkte und Dienstleistungen der BKB zu nutzen. Oder es werden sogar ganz neue Produkte nachgefragt. Darum wird auch im Banking Innovation immer wichtiger. Und damit bin ich beim dritten Thema von heute Abend. Auch zum Thema Innovation sind wir auf die Straße gegangen und haben Baslerinnen und Basler nach ihrer Meinung gefragt. Und im nächsten Video können wir gerade schauen, was da dabei rausgekommen ist. Also es ist so, dass die Banken könnten einen Businessplan erstellen können, dass wenn der Lohn kommt, dass man auch gerade die Rechnungen über das E-Banking könnte machen, direkt sparen und alles wird mit einbeziehen in den Businessplan. Und das wird jetzt die Jugendlichen extrem viel helfen, das Geld zu sparen. Und auch dadurch hat man immer alles über einen Überblick. So. Wenn ich den jungen Mann richtig verstanden habe, er wünscht sich eine Lösung, wo er, was er verdient, in richtige Töpfe anlegen kann. Das kann er mit unserer Lösung, Zack Mobile Banking, der funktioniert genau so. Das Geld kommt rein und er kann anlegen in verschiedene Töpfe. Sei für die Ferien, sei für das Auto, sei für das Studium. Und so kann er gezielt wissen, wohin das Geld geht, ohne sich Sorgen zu machen. Zack, es ist nur eine von den vielen Innovationen, die wir am Umsetzen sind. Deswegen haben wir auch eine Firma gegründet letztes Jahr, die Kin Innovation AG. Die Kin Innovation wird sich kümmern, diese noch nicht bekannten Probleme mit noch nicht bekannten Lösungen anzugehen, zu testen und auf den Markt für die beiden Banken zu bringen.
Also ich glaube, die Leute, die E-Banking programmieren, die können sich einfach nicht in die User versetzen, wieso das so ist. Ich denke, ich weiß auch nicht, ob sie nicht selber auf Probleme stoßen beim selber benutzen. Ja, vielleicht sollte man sich dort mal ein bisschen mehr mit dem befassen und nach Lösungen suchen, die für den Kunden zufriedenstellend sind. Also bei der BKB habe ich wirklich ein sehr gutes Gefühl, was IT-Sicherheit angeht. Ich stamme oder komme aus der IT, deshalb habe ich da ein bisschen Ahnung davon. Und BKB gibt mir hier einfach wirklich ein gutes Gefühl. Ja, ein sehr wichtiges Thema, was hier angesprochen wurde. Die Einbindung unserer Kundinnen und Kunden ist ein zentrales Element in unserer Neuausrichtung, auch was die digitale Transformation betrifft. Es ist nicht nur im E-Banking, dass wir vermehrt mit unseren Kundinnen und Kunden in Interaktion treten, sondern auch, wenn es darum geht, die Integration der Inhalte von unserer Internetseite, aber vor allem auch von unserer virtuellen Filiale, wo unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit haben, Services, die sie in der physischen Filiale erledigen und bearbeiten können, auch in der digitalen Welt umsetzen können. Das ist ein zentrales Element, dass wir diese drei Dinge beginnen zu verbinden. Dabei befragen wir regelmäßig und sehr, sehr intensiv unsere Kundinnen und Kunden und freuen uns immer wieder über Feedback und Rückmeldungen, die wir dann in die Entwicklung einfließen lassen. Sicherheit, das zweite Thema, was angesprochen wurde, steht ganz oben auf unserer Agenda. Für uns ist Sicherheit ein wesentlicher Aspekt dabei, dass wir das Vertrauen in unsere Lösungen, die wir anbieten, bewahren können. Darum arbeiten wir auch mit Hochdruck daran, diese Sicherheit immer am neuesten Stand zu behalten. Und gerade die Verbindung Sicherheit und die Befragung unserer Kunden sind zwei wesentliche Eckpfeiler unserer digitalen Ausrichtung. Grundsätzlich mache ich mir keine Gedanken über die Sicherheit. Bei der Bank habe ich eigentlich ein grosses Vertrauen, dass da verantwortungsvoll mit meinen Daten und Informationen umgegangen wird. Was vielleicht in Zukunft könnte interessant sein, ist, wie man mit den neuen digitalen Währungen wie Bitcoin und so weiter wird umgehen und wie man dort wird verfahren. Herzlichen Dank für die positive Rückmeldung. Die freut mich natürlich sehr. Kundenbedürfnisse kennen, dazu gehört sicher auch die Innovationen, die sich ergänzen, zu kennen. Das ist ganz eine wichtige Säule. Das Fundament von dem Ganzen ist aber das Recht und das Recht zu respektieren, die Integrität zu wahren. Das ist ganz zentral, um wirklich auch weiterentwickeln und mit dem Fortschritt weiterzugehen. Ich bedanke mich auch bei der Mary und bei Michael, die uns einen guten Einblick gegeben haben, wie wir bei der BKB mit der digitalen Transformation und mit Innovationen umgehen. Was sicher ist, ist, dass die Bedeutung der digitalen Kanäle massiv zunehmen wird. Die Internetseite wird zum zentralen Ausgangspunkt in die Welt der BKB werden. Und das E-Banking wird Teil dieser Welt sein. Und wir werden es, wie die Damen im Video angeregt hat, noch vermehrt nach den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden weiterentwickeln. Bei all diesen technologischen Neuerungen werden wir aber nach wie vor Wert auf die grösstmögliche Sicherheit legen. Und ich bedanke mich bei der Regula, die betont hat, wie wichtig das Recht und das Einhalten von Recht für uns sind. Sicherheit ist nicht nur eine zentrale Anforderung der Regulatoren an die Banken. Sicherheit ist ein grundlegendes Kundenbedürfnis. BKB ist eine sichere Bank und unsere Sicherheit beruht auf vielen Faktoren. Die Staatsgarantie, eine risikobewusste, ausgewogene Geschäftspolitik oder eine hervorragende Ausstattung mit Kapital sind ein paar Beispiele für diese Sicherheit. Und auch die globalen Ratingagenturen anerkennen diese Faktoren und haben uns mit AA+ das zweitbeste überhaupt mögliche Rating gegeben.
Ich komme zum Schluss. Zum Schluss von meinem Blick als CEO auf die BKB und auf Themen, die ich zusammen mit der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angehen möchte. Ich habe über Wachstum geredet, über Qualität, Kundenorientierung, Innovationen und Sicherheit. Alles ganz, ganz zentrale Themen. Und in diesen Themen werden wir Gas geben. Aber wenn wir ehrlich sind, das sind auch Themen, die andere Unternehmen aufbringen. Was uns aber einzigartig macht, was wir besser können als alle anderen, was wir besser machen als alle anderen Banken, das ist Basel. Wir sind untrennbar verbunden mit der Stadt Basel und wir wollen möglichst viel zurückgeben. Das ist mal die Gewinnablieferung. Aber das Herzstück ist der gesellschaftliche Beitrag und das Engagement für Basel und seine Bewohnerinnen und Bewohner. Auch im letzten Jahr haben wir über 300 Projekte, Vereine, Institutionen und gemeinnützige Organisationen unterstützt. Im Bereich Kunst, Kultur, Sport, aber auch im Wirtschaftlichen und Sozialen. Und im letzten Jahr haben wir uns an einem ganz innovativen Unternehmen beteiligt, mit dem Namen Pick-a-Bike, wo E-Bikes den Baslerinnen und Basler zur Verfügung stellt. Und bereits haben über 12'000 von dem modernen Mobilitätsangebot Gebrauch gemacht. Und schließlich haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 1'000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Sei das im Rahmen von GGG Benevol, im Rahmen vom Jubiläum der Basler Bankenvereinigung oder im Digitalcafé mit der Prosenektute. Ich möchte mich deshalb ganz, ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr tolles Engagement bedanken. Ihr Engagement für die BKB, für Kundinnen und Kunden und für Basel. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden.